Super mega geil. Tag Leute, ich bin's. Der Typ, der dir auf deiner eigenen Hausparty in deine Blumentöpfe pinkelt. Na gut, dass der Alte nicht sieht, was ich hier mache. Und ich begrüße euch zu einem weiteren fantastischen audiovisuellen Meisterwerk auf meinem Kanal. Ich bin's. Freunde, die Wahrheit ist... Ja, das würdet ihr gerne wissen. Ich war vorhin beim Arzt, musste ein Stückchen weiter weg dafür. Und dann noch ein Stückchen oder noch ein ganz langes Stückchen. Auf den Autobahnen, Leute. Sodom und Gomorra. Jedenfalls bin ich erst vor einer Stunde wieder hergekommen. Will noch schnell mein Intro aufnehmen. Mito kaputt. So ein geiles Produkt. Nee, das ist auch wieder timingmäßig sehr adäquat zur Gesamtsituation. Wie du das immer hinkriegst. Ein idealer Tag sozusagen. An dem ich euch natürlich nicht weiter auf die Folter spannen möchte, denn wir haben noch einiges zu tun. Erlebt hier das grande Finale von Simulacra 2 und mein verabscheuungswürdiges Verkacken. Sprengt den Like-Button. Unglaublich. Leute, ich will jetzt überhaupt gar nicht hier auf Continue drücken. Ich weiß, wenn ich das tue, dann guckt die mich so an. Was starrt der Fettsack mich denn so an? Ich mag nicht so angeguckt werden. Okay. No! Wait! No! Nicht nochmal! Was beim letzten Mal geschah? I'm really not up for talking right now. No, 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 no! Oh, fuck! Rückblende Ende. Oh Gott, no, ich weiß. Ich weiß, wir stecken in einer Krise, Maya. Aber bitte nicht dieser Blick. Are you sure about that? Das, was letztes, was wir uns angeguckt haben, das war auch sehr unterhaltsam. Und jetzt haben wir das. Warte mal, warte. Ich halte es noch spannend. Quatschen wir erstmal ganz kurz mit Murray. Das hat er mir geschickt, das ist neu. Ist auch ein wunderschöner Mann, Alter. Okay. Ja, understandable. Man muss auch ein bisschen Spaß haben bei der Arbeit. Yo, mega geil. Danke, dass du mir meinen Telefonspeicher vollmüllst. Ignoriere das Video. Öffne es nicht. Okay, kein Thema, Alter. Höchst privat, Alter. Nicht für deine Augen bestimmt. Oh. Seine Vorgesetzten meinten, sie sind bereit, etwas dran zu setzen, dass sich das mit dem Ripple Man nicht irgendwie weiter verbreitet. Wie ist mein Fortschritt? Eigentlich ziemlich gut. Sie geben sich widersprechende Statements ab. Ja, was habe ich denn erwartet, Alter? Natürlich, sagt jetzt keiner. Ich war's, wegen mir ist mir gestorben. Ja, YOLO und so. Wer im Verdacht steht? Ich glaube, uns ist etwas Großes entgangen. Oh, wohin führt wohl dieses Gespräch? Haben die Kids dir das erzählt? Ich meine, sie haben versucht, Mayas Tod zu, wie heißt das Wort, Alter? Danke, Drucker, dass du dich auch meldest. Sie haben versucht, Mayas Tod zu vertuschen, ja? Was ist da denn los? Und mit einer bösen Entität kooperiert, Alter. Das Einzige, was uns fehlt, ist ein Statement von einem Verdächtigen. Von unserem letzten Verdächtigen. Letzter Verdächtiger? Ich glaube, wir verstehen das alles falsch. Ich glaube, wir verstehen das alles goldrichtig. Sorry, du hast recht. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich laber einfach in den Tag hinein. Ich mache einen verdammt beschissenen Job als Journalist, aber diese Sache hier ist so verdammt abgespaced. Ich habe gar keine... So viel Kaffee kann ich gar nicht saufen, um das zu verdauen. Okay, lass dich nicht zu sehr von diesen Kindern einnehmen. Wenn ich diesen Fall hier versaue, oder wir, dann werden sie mich holen stattdessen. Und wenn sie tiefer graben und auch das mit dir herausfinden, wird niemand mehr übrig sein, um sich um dieses Simulacra zu kümmern. Ich werde es nicht zulassen, dass dir etwas passiert, mein geliebter Morello. Ich werde mit meinen Investigationen weitermachen. Oh ja, Baby. Und zwar in den Mediendateien dieses Telefons. Yippie. Och nee, nicht in der Audiobotschaft, Alter. Oh, warte mal. Die Polizei schreibt irgendwas. Ich will das erstmal an. Ich dachte, ich habe in meinen 35 Jahren der Polizei alles gesehen. Aber das schlägt ihm fast den Boden aus. Okay. We're not alone. And we're not at the top of the food chain anymore. Oh God. You won't sugarcoat it. People are gonna doubt you. Weißt du, wenn ich sage, wir verstehen das falsch, es ist irgendwas Größeres, was wir nicht erkennen, dann bullied er mich mit, ich habe mich zu sehr auf die Verdächtigen eingelassen und jetzt schwafelt er was von Food Chains und die Welt ist übelst böse geworden, weil Jeremy Pascal sein Pausenbrot nicht aufgegessen hat. Okay, ich gucke mir jetzt das Video an, Leute. Der Moment, worauf ihr gewartet habt. Let's go. Oh Gott. Warum tut sie das? Okay, er ist Beweis. I've been hearing it for weeks, every night. You're gonna hear it too. You hear that, right?
Ich höre gar nichts. I'm not crazy! Nein. Du bist geistig vollkommen gesund. Ist doch klar. Stop. Oh, gleich passiert irgendwas Ekliges. Ist es weg? Ich frage mich, was die Lösung ist von dem. Get away from me! Ob es wirklich irgendwas... irgendeine böse Entität ist oder ob sie einfach eine Krankheit hat. Okay, okay, okay. Scan, hier ist ein Beweis drin. Seeing things, merkwürdige Phänomene auf der Kamera. Ja, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, Alter. Okay, was schreibt denn hier? Was ist denn hier eigentlich los? Warte mal. Hier, das hier, ne? New message. Hier ist ein Audio-Recording, was? Field Team Delta, you are placed under special assignment. Please report back to HQ for immediate briefing. Okay, seine Abteilung wurde jetzt einem anderen Team unterstellt, also die von Morello. Nee, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Was hat sie mir geschrieben? Wow, Nina's such a gaslighter. Acting all innocent and smiles in front of you, and when you least suspect it, she just grabs what she needs. Well, her disguise isn't fooling anyone now. I'm gonna put her under the spotlight and expose her for the two-faced rat that she is. Okay, sie schiebt halt heftig auf Mina, was die Schuldzuweisung angeht. Schon mit diesem Artikel, dass sie gelogen hat, dass sie quasi zweischneidige Persönlichkeit hat, dass sie eine hinterlistige Ratte ist. Die Sache ist aber, wir haben Aria halt gerade gebastelt, ihr Sponsorship gefaked hat. Ich kann mir nicht helfen, als irgendwie einen Verdacht zu hegen, dass sie das nur macht, um von sich irgendwie abzulenken und ihrer Situation. Aber was sagt denn Mina? Die spreche jetzt quasi darauf an, auf diesen Artikel mit dieser Erica. Da finden wir dann wahrscheinlich den wahren Namen, also mal offiziell für das Spiel oder den vollen Namen von Erica. Deine Geschichte über Erica war eine Lüge. Das hat uns zumindest Aria erzählt. Nee, die Story ist real. Sie gehört nur jemand anderem. Das heißt, sie hat sich bedient an einem Schicksal von jemandem, der Erica gut kannte. Oder die. Ich habe ihren Sterben gesehen. Es hat mich schon berührt. Aber ich kannte sie nicht persönlich. Cool. Warum hast du diese Story gemacht? Ich frage mal ein bisschen neutraler. Ich will ja so viele Infos wie möglich aus denen herausbekommen. Ich musste, okay? Leute wollen nicht nur deine Musik hören, sie wollen das ganze Paket, weißt du? Die, wie du aussiehst und wie du dich gibst, das muss alles stimmen. Die sind alle auch nicht ganz glatt, Alter. Die haben alle eine übelste Macke. Die sollten eigentlich keine Influencer werden. Wahrscheinlich werden sie genau deswegen Influencer. Also steckst du deinen Nutzen aus der Trauer von anderen Leuten? Ja, natürlich. Alter, scheiß auf die Wolke, ey. Ich drücke die Trauer für sie aus. Daran liegt ein Unterschied. Du verstehst das nicht. Die Leute denken immer, es ist so einfach, entdeckt zu werden. Um authentisch zu sein, musst du deine Realität ein bisschen verändern. Oder einfach ein guter Musiker sein. Wieso kannst du dich nicht auf dein Talent fokussieren? Ja, genau. Talent ist nicht genug. Hat sie auch wieder recht. Oh Gott, Alter! Moin! Ja, der ist nicht begeistert vom neuen Team. Läuft Bombe, hä? Was will er mir denn einfach sagen? Ich glaube, der ruft... Der wollte mich gar nicht anrufen, der labert zu sich selbst. Okay, Mina gibt zu, dass sie zu weit gegangen ist. Der Deal mit dem Rippleman hätte dafür gesorgt, dass das alles aufhört. War Maya da, um dir zu helfen, nachdem sie natürlich irgendwie Backlash bekommen hat? Sie hat mich dazu ermutigt, das zu tun. Sie hat mir gesagt, sie würde einen Weg finden, dass diese Kritik aufhört. Und dann kam dieses Deal-Ding ins Gespräch. Und dann diese ganze Sache mit dem Opfer. Und ich habe das alles ignoriert. Ich habe nur eine Antwort. Aria ist sicher, dass du es gemacht hast. Oh, jetzt sehe ich die Zwietracht. Das würde ich irgendwie anders machen, aber vielleicht sie gegeneinander auszuspielen, mehr aus denen herauszubekommen. Im Endeffekt, weiß ich nicht. Heiligt der Zweck hier vielleicht die Mittel? Du hast mit ihr geredet, ne? Deswegen stellst du diese komischen Fragen. Was hat sie noch über mich gesagt? Sie mag deine Haarfarbe nicht. Aria hat mir alles über deine Lügen erzählt. Du kannst es mir sagen, wenn du diesen Deal angenommen hast. Boah, das sind beides Kackantworten, ey. Ich mach das mal so. Wir gehen mal diesen Weg lang. Warum ist jeder so gemein zu mir? Warum vertraust du, was Aria sagt? Mach ich eigentlich nicht. Ich gebe es... Also ich jetzt persönlich gebe es nur vor. Keine Ahnung, was unser Protagonist macht. So, Aria's lying. Natürlich! Das haben wir doch aber gerade festgestellt. Sie würde sehr viel Benefit kriegen von dem Deal mit dem Rippleman. Ja, du aber auch. Aber Maya war ihre beste Freundin. Warte mal. Das sagt sie zumindest.
Aber du bist nur so lange ihre Freundin, wie sie dich braucht und tust, was sie dir sagt. Und Arya war diejenige, die dafür gesorgt hat, dass wir alle darüber lügen, was in der Nacht, als Maya starb, passiert ist. Wie passt Rex da rein? Was ist seine Rolle? Er war ziemlich unhöflich zu Maya. Sogar als das alles passiert ist, hat er so getan, als wäre das irgendwie ein Gasleak oder dass irgendwas Dummes sowas in der Art passiert ist. Arya hat ihm gesagt, er soll sein Maul halten. Das hat ihn irgendwie verängstigt. Vielleicht hat er auch nur so getan, als sei er verängstigt. Einer von denen könnte das ihr angetan haben. Sie vielleicht sogar zusammen. Warum würde Rex den Deal eingehen? Ich meine, prinzipiell fragen wir die nur Sachen, deren Antwort wir schon kennen, oder? Er kommt immer mit allem durch. Seine Fans glauben alles, was er sagt. Ich glaube, das ist nicht normal. Vielleicht hat er von vergangenen Fehlern gelernt. Offensichtlich wissen wir, dass das nicht stimmt. Warum ist das merkwürdig? So viele Leute haben versucht, sich über sein Business zu beschweren. Aber irgendwie ist es jetzt wie, als ob alle Beschwerden weg sind. Nur der Ripple Man kann das verursachen. Und dafür opfert er Maya? Ich glaube, andere Leute sind ihm da egal. Vielleicht hast du recht. Ich werde mir die Sache angucken. Oh nein, es passiert schon wieder, Alter. Oh Gott. Nach dieser Beschuldigung ruft das Telefon wahrscheinlich Rex an. Richtig? Immer den, der gerade auf dem, ich sag mal, immer denjenigen, ja, der gerade auf dem Weg zur Schlachtbank ist in dem Chat. What now? I swear to God, I'm gonna find out what you look like, and if I ever see your face in person. Do you wanna see my face now? Oh Gott. Well, wow, very funny. You almost sounded like Maya. Do you wanna see it? My face! What? Jesus. Oh Gott, damn, oh Gott, no, no. Wie viele von den Wallpapers habt ihr gemacht? Ist ja fürchterlich. Ich bin immer noch nicht sicher über den Plan. Er öffnet einen neuen Chat, als ob er offline ist. In der, Gruppe, wo die alle drinne sind. Mina sagt, dass Rex das getan hat. Dass er das Maya angetan hat. Arya beschuldigt wieder Mina. Ich kann jetzt auswählen, ob, ich Arya vertraue. Ob ich Mina vertraue? Oder ob ich mir nicht sicher bin, was zum Fick ich hier eigentlich mache? Arya sagt, Mina war's. Rex sagt, sie sollen alle chillen. Mina sagt, dass Rex es getan hat. Und Mina meinte, sie könnte Maya niemals etwas antun. Dass sie die einzige war, die sich um sie gesorgt hat, sozusagen. Die Frage ist, was das bedeutet. Ja, sie sagt das einfach bloß so. Diese emotionale Schiene wieder. Ich glaube, es gibt da keine konkrete Antwort drauf, die sie geben kann. Sie hat es wahrscheinlich einfach wirklich bloß gesagt. Sie sagt aber, du hast dich auch für diesen Service angemeldet. Also zu Rex. Das heißt, sie waren prinzipiell irgendwie alle zusammen oder so? Ich meine, das würde erklären, warum sich jetzt niemand irgendwie rauskristallisiert. Dass sie das alle irgendwie gemeinsam gemacht haben. Beziehungsweise vielleicht wussten sie gar nicht im Endeffekt, was die Konsequenzen sind. Mina sagt jetzt, ich fange an, die Person zu werden, die ihr wollt, dass ich bin. Was heißt das? Okay, jeder will das sowieso. Okay, jeder glaubt das sowieso. Okay, ich habe den Rippleman-Stil angenommen. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle glücklich. Ja, jetzt sagt ihr endlich mal die Wahrheit. Und Arya fragt, was meinst du mit nur? Wait. Sie sagt das halt auch einfach nur so. Ich glaube nicht, dass man das als ernstes Geständnis werten kann. Warte mal. Mina. Oh. Hat sie jetzt wieder diesen Deal gemacht? Und wer ist dann das Opfer? Sie selbst ja nicht, weil das würde ihr ja gar nichts bringen dann. Sollten wir irgendwas machen, um sie aufzuhalten oder sowas? Jetzt ist sie hinter uns her, oder? Okay, ich versuch's rauszufinden. Ach du liebe Zeit, oh no. Ich sollte das unbedingt Murillo sagen, was hier gerade abgeht. Send the team for Mina. Oh, hast du's rausgefunden? Weißt du wirklich, dass du richtig liegst? Es gibt keinen Raum für Fehler. Ich glaube, der Ripple Man ist zu ihr gekommen. Mina hat den Deal gemacht. Bin ich mir immer noch nicht sicher, ob sie das war mit Maya. Weiß auch, wenn sie es gerade gesagt hat, aber was meinst du mit Gott zu hören? Okay, ich bereite das Team vor. Das Telefon spielt verrückt. Ja, aber es hat auch bei Rex verrückt gespielt. Ist es kaputt? Sozusagen, ja. Ich muss wissen, worauf wir uns einlassen, wenn wir bei ihr die Tür eintreten. Oh, was mache ich? Ah! Was mache ich denn jetzt? Kann man das wegmachen, bitte?
Oh, thank you. Mehr wollte ich nicht in meinem Leben. Okay, ich kann das alles zerbrechen. Ich bin reingesogen worden. What? Ist Mina. Alter. Die ist in ihrer Wohnung wahrscheinlich. Er hat sie, right? Oh Mann, ey. Hat er sie? Ich glaube, er hat sie, ne? Aber was nun? Was ist das? Bist du real? Mina? Was ist das hier? Spreche ich mit dem Simulacra? Mit dem Ripple Man? Das... We are Rippleman. Simulacra ist der Name von unserer Sorte. Du wirst uns Folge leisten, so wie viele andere. Was willst du? Seelen. Andere zu manipulieren. Neue Wahrheiten zu schaffen. Okay. Sie helfen uns, Reichweite zu gewinnen. Wow, Simulacra ist auch einfach nur ein Influencer. So wie jeder andere. Der will auch bloß Abos. Deine Worte haben Mina gefüttert, sodass sie hungrig auf uns wurde. Das wollte ich nicht. Ich war so sicher, dass sie es war. War ich eigentlich nicht, aber ich hatte keine andere Wahl irgendwie. Ich wollte das nicht. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Du hast sie zerbrochen. Sie ist jetzt wiedergeboren. Ich werde dich aufhalten. Warum tust du das? Let Mina go. Ich glaube, das ist jetzt zu spät. Mina wollte gesehen werden. Der Detective? Der Detective hat dich in die Irre geführt. Aber wir können das beheben. Lass ihn in Ruhe. Wir können die Realität verändern, so wie sie von anderen gesehen wird. Du kannst sie sehen lassen, was immer du möchtest. Ach, das? Okay, ich verstehe. Das ist sozusagen deren Krux. Okay. Hallo? Ich weiß, dass ich mich vielleicht da nicht ganz drauf verlassen kann, aber es ist nicht die Zeit, mich zu verlassen. Wo zum Teufel bist du? Schreibt er mir das? Ich glaube, in einer anderen Dimension. Ich habe mit dem Rippleman gesprochen. Ich habe den Rippleman Mina attackieren sehen. Ja, ich sag ihm das. Verändern die jetzt meine Nachrichten? Nein, sie stellen das so durch, Alter. Geil. Wie? Eine Vision? Und eine Illusion? Ich glaube, sie haben Mina konsumiert. Du solltest da schnell hingehen. Du hast wahrscheinlich recht. Vielleicht stimmt das. Vielleicht willst du uns nur in die Irre führen. Und das ist ein Trick. Wenn ich sie da jetzt hinschicke, dann kriegen sie ihn vielleicht auch. Okay, ich frage mich, was sein Endziel ist. Wir sind fast da. Liegen wir richtig mit unserem Verdacht? Ich bin ziemlich sicher, oder es ist komplizierter, als wir denken. Ich will ihn da eigentlich nicht reinschicken, Alter. Ich glaube, ich opfere den damit. Ich brauche eine klare Antwort. Sonst werde ich von dem Fall abgezogen und es gibt niemanden mehr, der sich darum kümmert. Sie können das nicht tun. Was wird mit dir passieren? Was wird mit mir passieren? Ich kann diese ganze Arbeit nicht einfach so aufhören lassen. Die Wahrheit muss ans Licht kommen. Also sag mir, ob wir das jetzt hier gerade richtig machen. Wir haben recht gehabt, Mina hat Maya getötet, indem sie den Deal angenommen hat. Wir haben Fehler gemacht, keiner von ihnen hat Mayas Tod verursacht. Ich glaube das wirklich. Was? Wie ist das möglich? Alter, wir reden von transdimensionalen Computermonstern, Alter. Und der sagt, wie ist das möglich? Was weiß ich, Alter? Bin ich Steven Spielberg oder was? Maya hat den Deal angenommen, das hat sie getötet. Mina hat den Deal gerade jetzt erst angenommen. Okay, wahrscheinlich ist es das. Deswegen haben wir das so betont mit diesem Just. Aber wer ist für Mayas Tod dann verantwortlich? Hat sie sich das selber angetan? Eigentlich war das ziemlich offensichtlich.
Warum habe ich das nicht gesehen? Ich habe mir das eigentlich sofort gedacht. Was habe ich getan? Du hast versucht, mir die Wahrheit zu zeigen. Achso, ich bin an allem schuld. Und jetzt habe ich dem Rippleman noch ein anderes Opfer gegeben. Gib jetzt noch nicht auf. Vielleicht verdiene ich es, eingesperrt zu werden. Oh no. Unworthy Influencer, errungenschaftsrecht. Ich glaube, ich habe ihn gerettet, oder? Weil die scheinen jetzt ein bisschen sauer auf mich zu sein. Das war das Richtige zu tun. Du wirst niemals kriegen, was du willst. Maya verdient Gerechtigkeit. Es war das Richtige. Dein Konzept von richtig und falsch amüsiert mich. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Deine Wahrheit hat die einzige Organisation aufgehalten, die mich aufgehalten hätte. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Murillo ist nicht der Einzige. Du denkst, du kannst mich aufhalten, ja? Ich habe keinen Nutzen für jemanden, der die Welt so akzeptiert, wie sie ist. Das ist nicht das Ende. Es gibt kein Ende oder Anfang. Weil Authentizität so wichtig für dich ist, lebe mit dem Wissen, dass wir hier sind. Und mehr konsumieren wollen. War's das jetzt? Ich glaube da nicht ganz dran. Oh, krass, ich bin so gespannt, Mann. Field Team Delta, please detain Detective Murillo and escort him back to HQ for processing. Ja, sie eskortieren Murillo zurück. Er sitzt zwar im Knast, aber er ist nicht tot. Er packt seine Sachen. Shit. What are you doing here? Das bin ich wahrscheinlich. Come to see my career meet its gruesome end? Just like those kids? What, now you feel bad? Look, we both know you think I'm some old, useless, doddering crackpot. But you know damn well as I do, I'm a great cop. We were so close. Wir waren so nah dran. You cocked everything up. Ich? We could have saved them. What? You know why I was pushing you so hard on this? It was my only lead for so many victims. Ich bin jetzt der Arsch. Something bad is coming our way. I can feel it in my bones. Oh ja. I was a fool to think I could stop it. Ich war ein Idiot zu denken, dass ich es aufhalten könnte. Und wahrscheinlich auch mir zu vertrauen. Vergiss es. Geh einfach. I guess you tried your best. Too bad it wasn't good enough. Okay, krass, Alter. Das hätte ich jetzt alles nicht erwartet. So interessant, wie sich das so... Weiß ich nicht, irgendwie... Es war für mich irgendwie an keinem Punkt richtig absehbar, was die Konsequenzen sind, also die langfristigen Konsequenzen meines Bestrebens, so, mit denen zu reden. Es gibt mit Sicherheit mehrere Endings. Ich habe jetzt ein schlechtes erwischt. Ich habe das Ding nicht aufgehalten. Ich weiß nicht, was mit Mina ist. Wahrscheinlich neues Opfer. Und Murillo ist von dem Fall abgezogen. Das ist eigentlich... Das Schlimmste, was passieren kann. Aber das war mir überhaupt nicht bewusst, dass das so ist. Sehr, sehr interessant. Ich müsste, glaube ich, das Spiel nochmal komplett von vorne starten für andere Endings. Das werde ich an der Stelle nicht machen. Ich sag's nur, wie es ist, weil ich sitze hier dran 6-7 Stunden. Ich habe für sowas einfach keine Zeit. Es gibt viele andere coole Videos mit Sicherheit, die andere Endings zeigen. Ja, das war meins. Ich habe tatsächlich mein Bestes gegeben. War wohl nicht genug. Aber wir haben eine sehr, sehr interessante Story. Es war ein bisschen cringe. Es war so offensichtlich abgespaced. Der erste Teil war viel subtiler Horror. Du konntest in Fotos nach kleinen Hinweisen suchen, weil du überhaupt nicht wusstest, was eigentlich los ist. Und da war es so, ich weiß nicht, so serviert im Sinne von irgendwie ein böser Geist, der durchs Telefon kommt, schneidet dein Gesicht auf. Irgendwie so. Es war halt zu schnell mit der Sprache irgendwie rausgerückt. Das fand ich irgendwie, es hat so ein bisschen die Spannung rausgenommen. Holy shit. Oh, oh. Oh, hier sieht man meinen Weg. Ah, warte mal. Okay, krass. Ich habe einige Beweise... Gar nicht. The Ripple Man claims Mina. Okay, das ist passiert. Jetzt haben wir also die Antwort. Vermutlich könnte ich auch irgendwie dafür sorgen, dass er sich die anderen holt und das wären dann andere Endings. Und dass er keinen holt. Oder dass er alle holt. Ich weiß es nicht. Okay, liebe Leute. Aber ich bin erstmal raus. Dankeschön fürs Zuschauen.
Macht euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.